Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mark. Überrascht? Ich auf jeden Fall. Hoppla, das war die Speed-Taste. Entschuldigung. Ich sollte die nie konfigurieren, hey. Tja, was mache ich eigentlich jetzt noch? Ich bin jetzt eigentlich Champion. Das sieht man sogar, wenn man auf mich klickt. Ich habe alle Orden. Ich habe den Champ besiegt. Und ja, was kann man jetzt eigentlich noch machen? Eine gute Frage. Ich habe sogar einen Stern. Für die Ruhmeshalle. Mit 32 Stunden. Kann man nochmal machen. Und hier im Fernsehen läuft auch was. Hallo. Wir sind der Pokémon Fan Club. Wir sind live auf Sendung. Hier ist eure Meinung gefragt und ich spreche sie öffentlich laut für euch aus. Ist das nicht fantastisch? Heute bringen wir euch eine Reportage unseres Reporters ins Haus, der im Auftrag des Pokémon Fan Clubs unterwegs war. Wer seid ihr, glückliche Pokémon Fan, den wir vorstellen? Es ist Harry schon wieder. Ja, ich lasse es mal durchlaufen. Alter, was für Blödsinn immer im Fernsehen läuft, hey, das... Langsam, aber sicher kommt es mir vor, als wäre das ein interessanter Sender. Okay, ich habe gedacht, ich mache in diesem Part die Legendären und diesen Mann hier. Hi. Ah, du bist Vater, hi. Ich habe dich jetzt gar nicht gekannt, lol. Harry, hey, du bist ja... Du hast ja schon lange nicht mehr besucht. What the hell? Ich wohne hier. Du siehst irgendwie stärker aus. Kann sein. Was ist denn mit meinem Druck? Aber dein alter Herr gibt noch nicht auf. Oh, ich habe das für dich. Da soll ich schon ein Mr. Bragg geben. Ein Putzticket erhalten. Okay. Ein Ticket für eine Fähre. Ich weiß, dass es in Grafi, Pozzizzi und Xegasul bis die Anlegestellen für Fähren gibt. Ja, da gehen wir später hin. Ich muss jetzt wieder in die Arena. Achso, ich dachte, die Mutter sagt das. Ich muss jetzt wieder in die Arena von Blödbox City. Ich danke dir, dass du dich während meiner Abwesen um das Haus kümmerst. Ja, immer wieder gerne. Das ist wieder typisch für den Vater. Immer wieder. Dann kommt erstmal nach ewigen Zeit nach Hause und spricht nur über Pokémon. Er sollte sich nicht ausruhen und etwas hier bleiben. Sag ich auch. Sind das Sondernachrichten? Ja. Schau mal. Hier sind die Sonderrichten! Wir haben die Meldung erhalten, dass der Höhenregion ein grr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 
25 ist jetzt Pikachu und jetzt können wir alles sehen. Boah! Wenn man den auffüllt, hat man einen Stern in seinen Eintrag. Und das sind ziemlich viele. Nicht sehen, sondern alle fangen. Das ist die Herausforderung. Ja, sind einige. Tja, auf geht's dann zur Suche. Also. Und jetzt werden wir nicht mehr genervt, ja? Ach, endlich, ey. Tja, ich geh jetzt mit Oskar zum ersten Legendären. Wir sehen uns dort wieder. So, Leute, ich bin jetzt vor dem Klimainstitut. Bevor ich nämlich die Legendären fangen kann, muss ich eine kleine Aufgabe erfüllen, die ziemlich interessant ist. Man muss nämlich ins obere Stockwerk des Klimainstituts und da jemanden ansprechen. Finde ich interessant. Nämlich einen Forscher, der hier hinten steht. Ich dachte schon, der ist nicht da. Da wird er uns nämlich jetzt erzählen, das Interessante ist. Ich zeichne die Klimaveränderung in der Höhenregion auf. Im Moment gibt es starke Niederschläge auf und zwar auf der Route 129. Bedeutet das auf der Route 129? Wie das Geiles ist. Ja, wir müssen nämlich jetzt auf die Route 129. Das ist jetzt nämlich der Tipp, den wir kriegen. Ich muss dann dahin. Ich werde euch jetzt nochmal zeigen, wo das Klimainstitut ist, falls ihr es nicht mehr wisst. Es ist hier. Und auf der 129, das ist da hinten irgendwo. Also da hinten hin muss ich. Na, das wird ein Spaß. Natürlich gehe ich da offscreen hin. Aber dass ich euch das mal gezeigt habe, was man tun muss, bevor man überhaupt gegen die Legendären antreten kann. Tja, wir sehen uns gleich wieder. So, auf der Route 129 bin ich endlich. Hat lang genug gedauert. Und da regnet es. Wuhu! Und irgendwo ist ein Punkt zum Tauchen. Nämlich hier. Ich habe Tentakel mit zum Tauchen, also yes, tauchen wir unter. Dann schauen wir mal, was hier unten ist. Eine Höhle, okay. Sieht interessant aus bis jetzt. Okay, muss ich wieder hoch? Dann geht's wieder hier rauf. Und dann sind wir in einer Ozeanhöhle. Hier finden wir ein legendäres Pokémon. Ich werde es töten, nicht fangen, Leute. Wenn ihr es fangen wollt, könnt ihr es machen. Ich zeige euch nur, wo man es findet. Und die Ozeanhöhle, ich war schon lange nicht mehr hier. Hier ist es irgendwie nebelig. Und wir finden hier jemanden, den wir kennen. Ich sollte Luma vorne haben, weil das ist ein Wasser-Pokémon. So. Es ist Kyogre. Dumm. Geile Musik. Einen Moment. Ich habe die Musik ein bisschen lauter gestellt. Ein Kyogre auf Level 70! Es regnet! Das ist seine Fähigkeit Nies. Ich mache Donnerblitz! Er macht Risikotackling. Luma müsste tot sein. Tschüss, Luma! Pika! Dass er schneller ist wie ich, war irgendwie klar. Es ist ein schnelles Pokémon. Und es ist sehr viele Level vor mir. Also sag ich mal nichts mehr. Kyogre, Wasser-Pokémon. Es regnet weiter. Das heißt, er ist sogar noch schneller, wenn er. Wie heißt das? Die Fähigkeit hat, wo er mit dem Wasser schneller ist. Egal. Erdbeben, komm! Risikotackle, komm, sei Fuchs. Das hältst du aus, komm, bitte! Okay, er hält es wirklich aus. Also er macht jetzt nur Risikotackle, also er bringt sich selber um, finde ich gut. Komm und... Ah, das macht aber nicht sehr viel Schaden. Ich glaube, ich hätte doch ein bisschen leveln sollen, ne? Ich bin halt so einer, der immer so riskant hineingeht. Erholung! Das ist gut. Ja, das war ein Zustand Schlaf. Ja, es wäre perfekt zu fangen, wenn er jetzt noch wenig KP hätte. Also, man kann nicht meckern. Och, meine Güte, das hat eine verspätete Zahlverteidigung. Okay, kurz im Beutel greifen. Ich habe... Oh, verdammt, ich habe nichts eingekauft. Ich Idiot! Egal. Antikraft! Kyogre schläft tief und fest. Das macht er zwei Runden lang. Und? Ich dachte, es kommt eine Statusversteigerung für mich. Schade. Ja, Hyperstrahl, okay. Geht auch. Hyperstrahl! Das ist nicht mein Levelunterschied, Leute.
Okay, lieber Moment, das muss ich aufladen. Und er ist aufgewacht. Er macht Eiseskälte. Eine K.O.-Attacke. Oder? Ja. Ist eine K.O.-Attacke. Eine ziemlich gemeine. Also, für das zu fangen, fühlt sich euch viel Spaß, Leute. Kyoko kann Erholung. Risikodeckel. Also, wird er sich wahrscheinlich selbst umbringen, wenn ihr es fangen wollt. Außer ihr habt einen Meisterball. Und naja. Nichts gesagt, Silberhauch! Hydro-Pumpe! Ist klar, Leute. Dun, dun, bam. Oh, ich muss ihn töten, sonst komme ich nicht weiter zum nächsten Pokémon. Hoppla, jetzt bin ich weggelaufen, ich Idiot. Ich bin Idiot! Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Nur mal als kleiner Tipp, die Ozeanhöhle schaut immer gleich aus, nur sie ist immer an anderen Platz. Diesmal auf Wasser auf der Route 105. Und ich war schon ein Idiot, ich habe nicht eingekauft. Egal. Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, er kann was. Also, Gregor raus! Ich werde ihn eventuell sogar mit dem Meisterpal fangen, wenn es wirklich nur ein Mann ist. Also, Kyoko, komm her! Komm nur her! Du bist ein legendäres Pokémon, dich braucht keiner. Denn du wirst im PvP sowieso verboten. Finde ich wirklich interessant. Ist nur für die Sammler. Ich bin der Kämpfer. Ich bin kein Sammler. Niesel, es regnet. Ist mir doch scheißegal. Okay, Blizzard ist nicht sehr effektiv. Stahlflügel ist nicht sehr effektiv. Ja, fliegen halt. Risiko-Tackle. Utscha. Komm. Ja, hält das aus. Okay. Er hält das sehr gut aus sogar. Hm, ich hätte es wirklich gemacht. Es kommt so Schlimmeres. Dumm. Die Musik ist irgendwie geil. Risikodeckel geht daneben, weil ich fliege. Ich hätte fliegen ein. Es ist physisch und es zieht nicht viel ab. Jetzt hätte ich gerne die Attacke Egelsamen und Schlafpuder. Dann könnte ich zu Tode nerven. Oh, er schläft. Moment, er schläft jetzt. Ah, verdammt. Ich hätte jetzt nicht fliegen einsetzen sollen. Jetzt hätte ich Lumo machen können, leben können und Lichtschild. Schade, 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 schade. Aber woher soll ich das wissen, dass er Schlaf einsetzt, ey? Das kann ich ja nicht riechen. Aber soweit ich weiß, kann er keine Step-Attacke. Finde ich interessant. Er kann nur Eiskälte, Erholung, Risikotackle. Das sind drei Attacken. Das ist die vierte. Bin ich neugierig. Vielleicht finde ich es noch heraus. Okay, er schläft. Die letzte Runde. Die er schläft. Und jetzt... Naja... Das Problem ist, Lebmoment, das hat... Er hat eine gute Spezialverteidigung, das Kyogre. Eis ist Kälte und es trifft, ist klar. Haben wir jetzt schon Hagel oder was? Ist eine K.O.-Attacke. Gemein. Da kann ich noch so viel Lack haben, ey. K.O.-Attacke, die immer trifft, oder wie? Ne, K.O.-Attacken haben den Wahrscheinlichkeit um 30%, also. Okay, wenn man Zielschuss einsetzt, dann haben sie 100%. Lichtschild, komm, Risikodeckel, ja, du Arsch. Ja, tschüss, Luma. Oh, er ist paralysiert. Geil. Aber er kann noch immer einschlafen, vergesst das nicht, Leute. Lammel, du bist dran. Bist auch wieder mal in Einsatz, hey. Es regnet weiter, er ist paralysiert, das heißt, seine Initiative ist am Arsch der Welt, meine er braucht. Tja, Schallwelle, Spukfall, ja, Schallwelle! Dung! Zieht ganz schön ab. Risiko, Tackle! Au, 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 komm, komm, komm! Boah, da, da! Und weil ich so gemein bin, setze ich jetzt auch mal Erholung ein. Ha, der kann mich mal gern haben. Erholung! Schlaf gut, Lammel! Hat er dann eigentlich noch eine Beere? Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, wir werden sehen. Nein, hat keine. Eis ist Kälte! Geht daneben! Wie viel AP hat das? 5? Dann heißt es nur noch 3. Ich finde interessant, dass Kyoko nicht die Fähigkeit hat, wie heißt das? Wo man doppelt viele AP braucht. Kyoko ist paralysiert! Kaboom! Es regnet weiter! Ich will diesem Palo noch ein legendäres zeigen und nicht nur der Kyoko. Risiko, Tackle und zieh nicht ab. Wow, wow. Perfekt, mein lieber Freund, perfekt. Und falls er jetzt, naja, setzt er Erholung ein oder nicht? Das ist jetzt die Frage.
Ach, ich gehe mal jetzt auf Wedel. Lamo, schlaf weiter. So, jetzt bist du dran, Wedel. Jetzt setzt Hydro-Pumpe ein. Geht daneben. Okay, er ist tot. Jetzt wäre ein perfektes Timing für Fangen, also mit Hyperbälle werfen, anfangen. Zack, 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 zack. Aber ich töte es, habe ich gesagt. Mit Gigasauger. Sehr effektiv. Und tschüss, Kyogre. Man sieht sich. Kyogre. 7 Erfahrungspunkte, 7 Erfahrungspunkte, 7 Erfahrungspunkte. Könnte mehr sein. Tja. Also es wäre wirklich ein perfektes Ding damit gewesen, verfangen, aber ich töte sie lieber. Tja, bis gleich, bis zum nächsten Pokémon. Ha, ich hatte jetzt nicht keinen Bock. Nachdem man Groudon Kyogre gefangen hat, geht man zurück ins Klimainstitut. Wieder zum Forscher, der die Wetterverhältnisse erforscht. Warum da hin und her gehen muss, das nervt ein bisschen, aber naja. Er will uns nämlich sagen, wo das nächste Pokémon ist. Hi. Ja, zeichne es auf. Eine Türe auf der Route 116. Okay. Wir sehen uns dort, Leute. Wenn man auf der Route 116 kommt, dann ist es so ein helles Leuchten, das ziemlich in den Augen wehtut. Aua, aua, aua. Könntest du bitte aufhören zu leuchten? Nein, kein Bock. Ach, meine Güte. Wo ist denn das? Okay, schauen wir mal da rein. Könnte ja überall sein. Es ist nämlich wieder eine Höhle diesmal. Die Terra-Höhle. Ah, schau mal. Terra. Ah, hier, rechts, okay. Ist meistens an so ein Felsen. Ich dachte schon, das war anders. Okay, die Terra-Höhle. Hier kann man sogar mit dem Rad fahren. Wie geil ist das denn? Was anderes. Okay, aber hier nicht mehr. Okay. Aber man kann laufen. Ja. Okay, was mache ich gegen das Pokémon? So, ich weiß, hat das nur Spezialattacken. Puh, tschüss. Tja. Luma nach vorne, oder? Naja, obwohl, Gregor wäre auch nicht schlecht. Na, ja, nehme ich Gregor. Es ist Groudon. Und diesmal bist du auch getötet. Geile Zeichen wieder. Dun, 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 die Musik ist immer geil. Groudon Level 70. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist was los. Und Dürre, das heißt, Sonne scheint. Also Feuerattacken sind schneller. Stärker. Was noch? Wie war das? Ah ja, Solarstrahl braucht keine Aufladerunde. Das war's dann, glaube ich. Surfer ist nicht effektiv. Obwohl, es ist sehr effektiv, aber es ist jetzt sehr schwach, soweit ich weiß. Sehr effektiv, aber ja, wegen Sonne. Das ist so etwas ein Sonnentag bei Groudon. Ja, der hat das an sich und er kann Erholung. Wie geil ist das denn? Okay, okay. 2 Runden Schlaf. Kratzpü. Ach man, das kann etwas länger dauern, habe ich das Gefühl. Das Gleis in der Sonne, ich bleibe natürlich ein dauerhaft, das geht nicht weg. Er schläft noch immer, das ist die letzte Runde. Ich habe fast seine Hälfte seiner KP abgezogen. Das ist mal nice. Ja, Surfer ist das beste Wahl hier. Er wacht auf. Er setzt Feuersturm ein. Das könnte wehtun. Auch wenn es nicht so effektiv ist. Ja. Es ist stärker wegen Sonntag. Ja. Komm, Gregor, du schaffst das. Du schaffst das. Gleißendes Sonnenlicht, dass diese Animation immer bekommt, das nervt ein bisschen. Geofissur! Es hat keine Wirkung. Dass die immer eine K.O.-Attacke mit haben. Also nehmt auf jeden Fall ein Flug-Pokémon mit, Leute, sonst macht der Geofission, ihr seid weg. Ah, so schnell könnt ihr nicht mal Solarstrahl sagen. Okay, das kam jetzt gut irgendwie. Normal effektiv und tschüss, Gregor. Ja, Solarstrahl braucht keine Aufladung bei Sonnentag. Hm, das setze ich jetzt ein. Weidel, du bist dran.
Streng dich an, immer bist du dran, wenn ich dich brauche. Geil, oder? Ah, mein Papinella ist einfach geil. Gigasauger! Geofissur! Keine Wirkung! Idiot! Gigasauger ist sehr effektiv und sogar normal stark! Und tschüss, Groudon, Level 70! Groudon! Also mit Kyogre hatte ich ärgere Probleme. Nur 2000 Erfahrungspunkte für das? Pff. Tschüss dich! Bis gleich, Leute, bis zum dritten legendären Pokémon! So, Leute, das dritte legendäre Pokémon, das kennen wir schon. Wir waren nämlich schon mal hier im Himmelsturm. Oder Himmelturm. Ja, ja, lang, lang ist her. Und ich speichere jetzt mal, hey, weil das ist ein schweres Pokémon, sage ich jetzt mal. Okay, ich könnte mit Gregor und Blizzard kommen, aber naja, man weiß ja nie, was passiert. Jo, Himmelturm kennen wir schon. Obwohl, hier hat sich einiges geändert, kommt mir vor. Sind da mehr Steine wie vorhin oder nicht? Ah, soweit ich weiß, kommt da nur mit Eilrad weiter. Habe ich das mit oder nicht? Das ist das Eilrad, ja. Man kommt nur mit Eilrad hier jetzt weiter. Das nervt. Und das Topir ist auch. Okay, jetzt nochmal langsam. Das ist nämlich schon happig. Eilrad auspacken und dann sofort drüber fahren. Nein! Wie muss ich das jetzt machen, hey? Das nervt einfach nur. Und jetzt gerade auch, komm! Yes, Moment. Ja? Sieht gut aus. Warum? Ein Controller ist mit dem Radfahren irgendwie schwerer. Muss ich schon sagen. Okay, ich bin jetzt ungewohnt, mit dem Controller zu lenken. Ja. Let's fahr! Ach, man sieht sich da vorne, Leute, bis gleich. Boah, endlich darüber geschafft, hey. War lange gedauert. 10 Versuche oder so. Kein Scherz. Okay, dann wollen wir mal weiterradeln. Level 49 für Gregor, auch wenn es ungewollt war. Das Goldbad hat einfach genervt. Okay, hier weiter. Oh, nicht schon wieder! Nicht schon wieder, bitte! Okay, nein! Bis gleich, Leute. Okay, dann eben nochmal. Go, go! Okay. Wie oft muss ich noch cutten? Nein! Ach ja. Ja, okay. Okay, lol. What the hell? Jetzt aber, komm! Nein! Wie oft denn noch? Langsam ist es nicht mehr witzig. Und jetzt! Yo! Nein! Nein! Man zieht sich im Ausgang. Okay, Leute, es hat lang gedauert bis hierher. Und jetzt bloß nicht runterfallen, ist mir nämlich vorhin passiert. Epic Fail. Oder? Leider. Ich gar nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ach, okay, jetzt aber. Nein! Ich schaff dich schon, du. Der 35. Versuch. Eieieiei. Und der 36. Der gleich dazu. Das Problem hier, man darf die Wand nicht berühren. Und das ist schwer, wie es aussieht, ehrlich, Leute. Endlich! Boah! Ich kann nicht mehr. Hä? Okay. Ja, sogar der richtige. Haha. Oder? Hä? Ja. Hä? Wisst ihr was, Leute, wir sehen uns an der Spitze, ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus. Okay, ich bin einfach zu dumm dafür. Eieiei, man sieht es schon. Hier bin ich endlich. Okay, und hier ist es, man kennt es schon. An der Farbe, dass es grün ist. Natürlich, Luma nach vorne. Es ist Dracheflug und es ist Rayquaza. Dumm.
Dun, 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 dun. Die Musik ist irgendwie episch. Rayquaza Level 70, Dracheflug, legendäres Pokémon. Ba, ba, ba. Lichtschild! Okay. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass eine Spezialattacke anwendet. Voltackle! Der kann fliegen. Okay, nehme ich zur Kenntnis. Das hält keiner aus, glaube ich. Also, Tentakra, du bist dran. Bin ich einfach knallhart. Hey, quasi, jetzt fliegen ein und den Tentakra ist sofort tot. Tschüss, man sieht sich. Natürlich, nächstes Pokémon einsetze ich mich nicht so dumm wie vorhin. Hey, das war ja nix. Okay, dann. Komm her, Rayquaza! Ich fliege mal hoch. Er aber auch. Das habe ich jetzt irgendwie gewusst. Juhu, flieg! Flugkampf! Rayquaza setzt Fliegen ein! Es geht daneben! Gregor setzt Fliegen ein! Trifft sogar! Muhaha! Ein Volltreffer! Okay, unnötig. Lichtschild! Schade. Frage ist jetzt, setzt nochmal Fliegen ein oder nicht? Ich fliege mal. Er aber auch. Du, das können wir da andauernd machen. Solange er vor mir dran ist, gewinne ich da. Und tschüss, Mann. Ja, das zieht aber nicht sehr viel ab, mein lieber Freund. Er setzt jetzt Erholung ein. Okay, bei solcher KP-Anzahl. Blizzard ist nebenbei vierfach effektiv aufs Rayquaza, also passt auf, wenn ihr es fangen wollt. Und es hat eine Chance zum Einfrieren, aber egal. Tschüss! Zieh, 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 zieh! Das ist vierfach effektiv, du, sehr effektiv. Ja. Blizzard! Er schläft weiter. Die erste oder zweite Runde? Ich glaube, sie war die erste. Blizzard und er ist tot. Das hält er nicht aus. Man zieht sich Rayquaza! Kommt bloß nicht mit einem guten Pokémon, das eine gute Eisattacke kann, sonst würde ich nicht empfehlen, es zu fangen, außer ihr habt Glück. Tja, Rayquaza, war schön. Man sieht sich! Okay, bis zum nächsten Part, Leute, da geht es auf zum Scott, der hat nämlich vorhin angerufen, dass er uns am Hafen sehen will. Also, bis zum nächsten Part, der ein bisschen speziell ist. Also, ciao!